Hey ho, meine Lieben, heute machen wir wieder was in der Grillkota. Ja, zwei dumme, ein Gedanke. Ich habe Besuch da. Nein, es ist nicht der McDutch. Der hat leider was anderes vorgehabt heute. Er wollte kommen, aber ist auf den Geburtstag eingeladen. Egal, anderer Besuch ist noch da. Der hat uns diese Drumsticks mitgebracht. Mit Curry. Und warum zwei dumme, ein Gedanke? Ich habe geplant, Hähnchen-Curry-Topf zu machen. Ziehe ich auch noch durch. Und ja, das gibt es heute in diesem Video. Also ein Curry-Video. Ganz genau. Chicken Drums und ein Curry-Topf. Curry-Hähnchen-Topf. Naja, ich denke mal noch was aus mit dem Titel. Seht ihr ja unten drunter, wie das Video im Endeffekt heißt. Dann würde ich mal sagen, zeige ich euch, wer zu Besuch da ist. Und wir legen die Drumsticks auf. Auf in die Grillkota. Dann gehen wir mal in die Kota rein. Paket haben wir dabei. Kohlen habe ich schon angefeuert. So. Wir hatten doch mein Bulli entwendet. Stefan, alte Hütte, der ist auch mal wieder zu Besuch da, der hat sein Auto gebracht. Egal, lass mich mal hier durch. Du sollst mich durchlassen. Du darfst sitzen bleiben, nö, ich hau mich auch hin. Dann sitzt dich. Ja, der Peter vom Pitblock. Servus. So. Ich habe hier ein bisschen gutes Curry-Hähnchen dabei, so Curry-Drumsticks. Wie die schmecken, das wissen wir noch nicht. Aber ich gehe mal davor, dass es besser schmeckt. Was hast du denn da jetzt alles reingeschmissen, dass die Zuschauer erst einmal Bescheid wissen? Da sind drin Paprikaflocken, da ist drin 250 Gramm Joghurt, dann unsere Drumsticks, unsere Hähnchen-Unterkeulen und eine Currymischung, die ich vom Alex habe. Okay, von welchem Alex? Vom The Taste Alex. Okay. Ja, der macht ab und zu so Mischungen und ja, da ich mich sehr gut mit ihm verstehe, kriege ich immer mal Alter. Okay, also ich habe auch schon gesagt, dass der McDutch eigentlich kommen wollte, aber... McDödel? Hier, muss ich Kaffee aus deiner Tasse trinken? Mann, ja. Bist du nicht da, gibt's ja gar nicht. Egal, Pech gehabt. Ja. Der Pinselmeister. Der Philipp. Ja, der Philipp. Der hatte eigentlich auch gesagt, dieses Wochenende zu kommen. Hat irgendwas total durcheinander gebracht und hat jetzt leider doch keine Zeit, weil der wollte eigentlich an diesem Wochenende die Wand noch fertig streichen. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch nichts mehr mit der Wand streichen. Aber ich würde sagen, ja, schmeiß drauf das Zeug. Dann grillen wir uns die Jungs noch. Dann hole ich jetzt einmal noch schnell das Stativ. Hast du noch? Was der Peter jetzt noch nicht weiß. Wir nehmen heute Grillmatte vom Grillmatz. Da spare ich mir hinterher die Putzerei von dem Grillgitter. So. Genau so werden wir das jetzt machen. Ein paar Kohlen noch aufgelegt. Gleich geht's los. Der sucht gerade seine Cam. So Leute, die Kohlen sind so halbwegs durchgeglüht. Das reicht definitiv und du darfst halt auf eine Grillmatte von Grillmatte grillen. Das kriegen wir hin. Ja, da machen wir. Ich habe jetzt zwei Tage schön eingelegt, die Jungs. Zwei Tage gleich. Das riecht schon gut. Das riecht schon mal tipptopp. So. Grillmattenmatz. Der Grillmattenmatz. Umdrehen. Da kannst du dann die Zange ablegen. Ja. So. Na, wunderbar. Ja, genau. So, exakt. Und geht ab.
ein. Dann kann man noch ein paar. Wie kann man es dann im zweiten Durchgang? Ja, machen wir mehrere Durchgänge. Machen eine große Sauerei hier drin. Alles wunderbar. Gut Leute, und ich werde Schatz schnell mal Bescheid geben, dass er eigentlich dann so langsam die Pommes reinhauen kann. Weil da werden noch Pommes dazu essen. Was sehe ich da? Du hast schon gedreht und gewendet, während ich drin war? Ja, ist Zeit geworden. Ja, geht ziemlich schnell, ne? Muss ich Schatzi sagen, dass sie sich beeilen muss mit den Pommes. Ja, das wird schon wieder. Ja. Lass mal käme einfach dabei mitlaufen kurz. Ja, klar. Sonst ziehst du einfach die Matte dann auf die Seite und wir verteilen die Drumsticks außenrum. Oder legst sie direkt außenrum. Naja, das machen wir. Wenn sie nicht mehr tropfen. Genau, das machen wir. Dann geht. Diese Grillgitter putzen kann ich auch. Wenn nicht, kann ich das auch putzen. Ja. Ich mache ja auch die Sauerei. Aber an die Unken mit den Vorurteilen gegen Grillmatten. Halt mal das Armstick gerade genauso schön vor die Cam andersrum. Also hier kriegt man auch wunderschöne Röstaromen drauf. Ja. Trotz Grillmatte. Ja. So, die lassen wir jetzt noch kurz und dann verteilen wir uns die erste Reihe mal. Ja, außenrum. Außenrum und machen da die andere. Genau so machen wir das. Andere Tour. Jo, da wird dann schon die zweite Ladung aufgelegt. Aha, wie mobst du das? Also geschmacklich, wirklich hervorragend. Schmeckt irgendwie nach Curry. Zum Glück. Paprika. Aber ganz fein nach Curry. Lecker. So, Michael Gock, jetzt haben wir das auch geschafft. Ja. Die Matte an sich wird aber überhaupt nicht heiß, ne? Das geht eigentlich. Ja, und die zweite Ladung verteilen wir dann auch schön außenrum. Genau. Das ist dann sozusagen unser indirekter Bereich. Ja, das habe ich schon ein bisschen eingesifft. Ja. Ibaimale. Sauber machen. Sauber machen muss sein, Micha. Sauber machen muss sein. Ach, Alex, das ist aber auch eine Sauerei. Gut, eine leckere Sauerei, aber eine Sauerei. So. Jo, Peter, dann würde ich mal sagen, verteilen wir die restlichen auch noch außenrum. Das machen wir. Wenn sie kohlen, ich ziehe jetzt einfach mal die Grillmatte unten raus. Warte. So. Ha! Und da ist schon wieder Probierele von mir. Ah, schon wieder ein Opferstück für dich, Micha. Ja, wunderbar. So, die haben schon, die gehen schon in die richtige Richtung. Jo. So Leute, aber für dieses Probierele hole ich euch ran. Ich kann es kaum erwarten, bis den Rest mitzuessen und dazu noch leckere Pommes. Sehr geil. Hoffentlich wird mein Topf heute Abend genauso gut. Mindestens. Da gehe ich davor aus. Schön außenrum. Dürfen Sie es jetzt vor sich hin grillen und noch durchziehen. Fertig. So Leute, es ist soweit. Komm. Dankeschön. Sehr schön. Hier noch die Pommes. Die Pompom. Le Pompom. Le Pompom. Le Pompom. Von draußen lächelt die Sonne herein, deswegen brauche ich hier gerade nicht einmal eine Zusatzbeleuchtung. Wunderbar. So sehen jetzt diese Sticks aus. Mit feinen Pommes. Hier so eine Yummy Sauce. Auch mit Curry. Ja. Und Leute, ich sag's euch.
Jetzt habe ich ja schon. Das sind Dinger. Einfach nur genial. Oder wenn man Knorpel erwischt. Einfach eine Pommes dazu, weil selber machen Pommes hat heute jetzt die Zeit nicht gereicht. Naja. Nicht schlimm. Und ja, wir speisen jetzt. Und was wir sonst noch heute alles machen, keine Ahnung, nur dass es heute Abend eben dann noch den Chicken Curry Topf gibt. So. Wenn wir sonst noch was zwischendrin machen, hole ich euch natürlich hinzu. Ansonsten sehen wir uns dann später, wenn es abends topfen geht, wieder dazu. Bis nachher.